Hallo, hier ist Astro Becker. Kann man Kunst? Ja, man kann. Warum braucht man Geburtszeitkorrektur? Weil jeder angegebene Geburtszeitpunkt immer ein Daumenwert ist. Selbst wenn er so akribisch genau wie möglich angegeben wird, weiß dennoch niemand, ob Köpfchen schaut raus oder erster Atemzug oder erster Schrei oder die Nabelschnur wird durchgeschnitten, tatsächlich sozusagen als der richtige Zeitpunkt gelten kann. Die meisten Astrologen verwenden aber Werkzeuge, die auf einen Sekundenzeitpunkt der angegebenen Geburtszeit fußen. Und deswegen muss jeder Astrologe, der diese Werkzeuge benutzt, sozusagen zurückschauen, mit welcher Geburtszeit in seiner Art und Weise Astrologie zu betreiben dieses Horoskop am besten funktioniert. Und dann hat er die beste Grundlage dafür, um auch Prognosen zu machen. Und wie macht ihr Geburtszeitkorrektur? Kommentare unten. Bis zum nächsten Mal.